Hermann Schultes von der ÖVP ist am Wort. Halbierung der Flugabgabe, ein interessanter Begriff, denn Flugzeuge, die fliegen, zahlen die Abgabe nicht. Zahlen bis jetzt auch die Flugzeuge, die landen und die wieder aufsteigen. In Wirklichkeit ist das eine Standortabgabe, die den Standort Wien, die den Flughafen Wien diskriminiert im Wettbewerb mit anderen Standorten auch. Jetzt ist das für unseren Standort Flughafen Wien keine ideale Geschichte. In den letzten Jahren ist es gelungen, durch immer größere Flugzeuge höhere Passagieranzahl zu bewältigen, aber gleichzeitig die Zahl der Landeanflüge zu reduzieren. Wir alle wissen, dass ein Flughafen gut ist für die Menschen, die ihn benutzen, gut ist für die Menschen, die dort ihren Arbeitsplatz finden, aber eine gewisse Belastung für die Menschen, die rund um den Flughafen wohnen und den Flugverkehr eben auch spüren und hören und in ihrem Leben miterleben. Wir wissen ganz genau, dass so ein Flughafen viele Aufgaben für die Zukunft hat. Eine ist die Frage Klimaschutz, die andere ist aber auch die Minderung der Belästigung für die Umgebung. Beides kostet Geld und für beides muss so ein Flughafen im Wettbewerb Tarife einheben, Tarife, die gerade an der Grenze des Möglichen sind. Und wenn wir diese Tarife belasten durch eine Abgabe, dann wird schlichtweg das Geld, das der Flughafen verwenden kann, um die notwendigen Investitionen in Richtung Klimaschutz oder für die Bürgerverträglichkeit zu tätigen, das wird einfach schwerer. Und damit wir diesen Flughafen auf der einen Seite zukunftsfähig halten und den Flughafen abbringen können, dass er in eine fossilfreie Zukunft geht, und zwar nicht die Flieger, die wird die Europa regeln, aber der Flughafen selber, die Emission des Flughafens, das ist unser Thema. Und da ist zu erwarten, dass wir auf diesem Flughafen viele Investitionen sehen werden, die ihn eben in eine fossilfreie Zukunft führen. Der Flughafen, der muss in Wirklichkeit seinen Strom selber ziehen. Photovoltaik ist die Möglichkeit. Der Flughafen muss seine Wärme selber beziehen. Der Flughafen muss selbstverständlich mit dem eigenen Strom sein ganzes Rollfeld bedienen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir uns bei anderen Flughäfen bereits anschauen können. Und da hat Schwechat durchaus Nachholbedarf. Es ist vieles geschehen und das muss man anerkennen. Aber es ist ganz sicher so, dass dieser Flughafen, bis er die dritte Piste bauen kann, noch selber einiges zu tun hat. Das werden wir vom Flughafen erwarten. Ich glaube, er kann das. Und die Befreiung oder die Halbierung von dieser Flugabgabe wird dem Standort helfen. Genauso, und das muss ich auch anmerken, wie es dem Standort Landwirtschaft sehr helfen würde, wenn wir auch unsere Dieselsteuer halbieren würden. Aber das ist ein anderes Kapitel. Dankeschön. Es gehe hier um eine Standortabgabe, betont Hermann Schultes von der ÖVP. Der Flughafen Wien sei dadurch im Nachteil.